Ja, also ich will gerade eine Ledertasche nähen. Ich hatte ja kürzlich für 10 Euro eine Nähmaschine gekauft, die hatte aber einen technischen Fehler. Und dann habe ich mir noch eine gekauft. Und das ist jetzt eine richtig tolle. Das ist eine Ideal von 1961. Und das sind die Maschinen, die noch komplett aus Metall hergestellt wurden, bis auf diese Räder. Und es gibt dann noch da drin auch noch sowas, und zwar für die Knopflochfunktion. Aber alles andere ist aus Metall. Also es gibt auch bis auf den Keilriemen hier vom Motor, gibt es keine anderen Keilriemen. Das ist bei vielen Nähmaschinen späterer Bauart so üblich, fast, also sehr oft, was ich so gelesen habe, und die gibt es dann oft nicht als Ersatzteil, und das ist hier bei dieser Maschine alles gar kein Problem. Da läuft alles über Pleuel, also über Metall, und die Maschine, die kann grundsätzlich zickzack und geradeaus, und man kann sie nach links und rechts verstellen, die Nadel. Das ist jetzt auch gleich wichtig, wenn ich das nähe. Und dann kann man hier noch, ich habe leider keine Anleitung für das Ding, aber hier steht noch Norm, wie normal, Seide und Stopf. Also weiß ich nicht, das hier ist auf jeden Fall für Knopflöcher, hat mir jemand verraten, und hier ist ja auch Zickzack. Und es gibt dann auch noch weitere Scheiben. Das hier ist jetzt nur eine reine Zickzackscheibe. Da bin ich noch am gucken, dass ich die mal kriege, und zwar für Nutzstiche und für Zierstiche. Aber das mache ich eh nicht so oft. Das ist eigentlich eine Ledernähmaschine für mich, weil die ist sehr stark, sehr leise und sie näht geradeaus. Das ist wichtig. Hat mir eine Näherin verraten. Ich habe sie gefragt, worauf muss man achten? Ja, die Maschine muss halt geradeaus nähen. Das machen die nicht selbstverständlich. So, und warum mache ich das? Ich will einer Freundin zum Geburtstag, die macht Aikido, und der habe ich jetzt diesen Stein graviert. Das war ein ganz schönes Gefrickel. Ist auch nicht so 100% gelungen, aber also ich habe oben angefangen und bin unten geendet, und unten ist es eigentlich am besten geworden, weil ich habe mich halt gesteigert von oben nach unten. Tja. So, auf jeden Fall kriegt das Ding jetzt noch einen Beutel. Und dazu habe ich jetzt einen Tunnel genäht, nennt man das. Das ist also einfach für diese Schnur, die da durchkommt, damit man das Ding auch verschließen kann. Und jetzt nähe ich das auf links, das heißt also so rum. Einfach mit einer Naht, die wird dann oben noch gedoppelt und fertig. Dann wird es wieder umgekrempelt wie so eine Socke. So, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Also ich bin ja blutiger Anfänger, was das Nähen angeht. Ich habe bis jetzt erst ein paar Reparaturen gemacht und mal eine Tasche genäht. Also viel weiter bin ich ja auch noch nicht gekommen. So. Jetzt ist das hier ganz schön dick. Ich hoffe, das ist ja jetzt vierlagig. Ich hoffe, dass das da. Ich muss erstmal so anfangen, wahrscheinlich. Und dann nochmal von der anderen Seite. Oder gleich so. Vielleicht besser. Es muss ja vor allen Dingen hier oben dann passen auch. Wo der Tunnel ist. So, dann mache ich die Nadel nach links. Los. Mal gucken. Ach so, vielleicht sollte ich den Fuß auch noch nach unten machen. Anfängerfehler. Weil sonst geht der Transporteur ja nicht. Ah, jetzt hat er sich hier schon verschoben. Ich muss das hinten ziehen. Da muss ich noch mal. So, ich habe einfach mit der Schere die Naht noch mal aufgetrennt,
Das ist ja kein Problem. So, ich muss es also hier hinten anfassen. So, Nähfuß runter. Dann vorsichtig Gas geben. Jetzt ist die Nadel schief. Irgendwas hat da nicht hingehauen. Ja, das Problem lag in der Oberfadenspannung. Das Teil war falsch zusammengebaut. Und da habe ich es jetzt erstmal auseinandergenommen und wieder zusammengeschraubt. Das erzeugte vorher gar keine richtige Spannung. Jetzt versuche ich hier den Faden durch das Öhr. Oh, ich habe Glück. Ich habe es gleich getroffen. Das ist echt Glück, weil normal geht das nicht so einfach. Rückwärts. Nochmal vorwärts. So. Dann schneidet man das so ab und macht das nach hinten. Naja. So, und dann muss hier noch eine Verstärkung rein. Umdrehen. Das ist gar nicht so einfach bei Leder. So, Stein passt rein. Hat noch Platz nach oben, das ist gut. Jetzt muss ich hier nur hier die Naht wieder auftrennen, weil die bringt es nicht. Das ist eine Fehlkonstruktion, weil ich kriege ja die Schnur jetzt gar nicht rein. Das muss ja genau nach außen. So, ich habe ja nicht vergessen, die Lederschnur hier vorher einzunähen. Ich hatte Bedenken, dass ich die aus Versehen festnähe. Und da habe ich mir jetzt so einen Stahldraht gebogen. Der ist ungefähr 30 cm lang. Das ist so, was ist denn das? Weniger als 1 mm. Und dann stecke ich den hier einfach durch. Muss den natürlich ein bisschen biegen. Dann ziehe ich damit das Lederband durch. Naja, schließlich ist mein Ledertäschchen dann doch noch was geworden. Obwohl es nicht zum Zuziehen geeignet ist, ist es mehr wie so ein Brillenetui. Und ich kann den Stein hier halt so rein stecken und dann ist der da so drin. Und die Schlaufe ist mehr so zum Festhalten.
Oder anhängen an die Wand oder irgendwas. Meine erste Ledertasche. Ach, so schlecht ist es eigentlich nicht geworden. Also hier oben sieht man die Naht. Hier, das ist eine Verstärkung, das ist extra. Hier rundherum. Das ist ganz okay. Fürs erste Mal. Es ist ja auch einiges schief gegangen, ne? Und so kann ich das als Geschenk, glaube ich, gelten lassen. Mal sehen, was die Dame sagt.